Es begab sich aber zu der Zeit, als Wiesbaden ganz eingeschneit, dass irgendwer in einem Amt, der sicherlich von Mainz her stammt, auf die Idee kam, uns zu quälen und jeden Wiesbadener zu zählen. Und nicht nur die, die heute hier leben, die dieser Stadt ihr Antlitz geben, nein, die auch, die nur hier geboren zu fassen, hat er sich geschworen. So machte sich, noch frisch und munter, ein Ehepaar vom Taunus runter, um hier in Listen sich zu schreiben, jedoch nicht allzu lang zu bleiben. Der Mann war alt und hasst die Mühen, die Frau war schwanger, fühlt schon Ziehen im Bauch, im ganzen Unterleib, die Tour war hier kein Zeitvertreib. Ach, Josef, lieber Josef mein, so sagt sie, das kann doch nicht sein, nur weil du dort geboren bist, dorthin zu müssen, das ist Mist. Der Gatte nickt, der Gatte brummt, die Ehefrau ist bald verstummt. Seitdem sie schwanger ist, die Frau, nimmt Josef jedes Wort genau. Seitdem sie ihm dereinst entdeckt, dass in ihr jetzt ein Kindchen steckt, der Vater aber sei nicht er, der Heilige Geist sei es vielmehr, ist er verschnupft und sehr sensibel. Er nimmt ihr dieses doch sehr übel. Der Schnee, er fällt, die Kälte sticht und keiner mehr ein Wort noch spricht. So fahren sie denn in die Stadt, die ihn dereinst geboren hat. Doch diese Stadt ist nicht sehr nett. Sie bietet beiden heut kein Bett. Der Weihnachtsmarkt, dazu zwei Messen, die Unterkunft kann man vergessen. Doch bei dem Schneegestöber heut man die sofortige Rückkehr scheut. Der Frau schmerzt sehr in ihrem Leibe, doch im Hotel ist keine Bleibe, Pensionen voll und manche zu, der Ehemann verliert die Ruhe. Denn wenn sie läuten, bleibt's geschlossen, das Ehepaar ist sehr verdrossen. Maria, sagt der Alte schließlich, das Ganze hier ist nicht ersprießlich. Vor Jahren, wirklich ungelogen, bin ich zu Recht hier weggezogen. Er schimpft und manchen Fluch erspricht, doch sieh, da vorne brennt noch Licht. Maria deutet auf den Schein. Da muss noch wer zu Hause sein. Ein großes Haus, so hoch als tief, am Eingang steht Hauptstaatsarchiv. Und richtig dort am Fenster sitzt, sehr konzentriert und stark erhitzt, der Archivar in finsterer Nacht, weil er die Arbeit gerne macht. Der Josef klopft und macht Radau, der Archivar hört's ganz genau. Er sieht verdutzt aus seinem Fenster und glaubt gewiss, er sieht Gespenster. Steht Nutzer dort so spät zur Nacht? Hat's das Archiv so weit gebracht? Der Kundenwunsch macht ihn recht froh und Stolz erfüllt ja sowieso. Denn Service ist's, wofür er lebt, wonach sein ganzes Trachten strebt. Er eilt hinaus, macht hoch die Türen, damit die beiden nicht erfrieren, erklärt, noch ehe sie eingetreten, was Archivare gerne reden. Die Sprengelbildung, Provenienz erklärt er breit, voll Transparenz, die Schadensklassen zählt er auf, zunächst nimmt's Josef noch in Kauf. Doch als Maria schmerzerfüllt, von ihren Wehen fast gekillt, schiebt er den Archivar beiseit. Wie interessant, doch tut's mir leid, heut ist Bewertung mir egal, denn meine Frau erleidet Qual. Sie wird in Eiseskälte dann gebären, wenn sie uns nicht Asyl gewähren. Der Archivar erschrickt erst sehr. Wo nimmt man hier einen Kreissaal her? Selbst heißes Wasser auf die Schnelle geht nicht dank dieser Legionelle. Er will einen Workflow sich erdenken, um danach die Geburt zu lenken. Evaluieren will er alles, damit es klappt im Fall des Falles. Doch hat er sich noch nichts gedacht, als Josef schon etwas gemacht. Inmitten weicher, alter Blätter legt er als großer Lebensretter Maria hin, dass sie gebiert. Dem Archivar es brenzlig wird. Vielleicht könnte ich noch drüber schauen, den Satz zu sagen will er sich trauen, damit hier nichts von großem Wert durch diesen Vorgang wird versehrt. Doch ehe dieser Satz gefallen, hört er eine Kinderstimme schallen. Ein Knabe ist's, das ging ja flott, was anderes als Behördentrott. Dann wird es hell im ganzen Raum,
dem Archivar ist's wie im Traum. Und junge Frauen mit blonden Haaren, die nie bisher hier Nutzer waren, in langen Kleidern goldenem Glanz, verteilen sich zum Reigentanz. Hosianna singen sie ganz heiter, mit Fried auf Erden geht es weiter. Auch Josef ist nun ganz gerührt, da er nun fest und deutlich spürt, dass sie ihn nicht hat angelogen und ihn nur mit dem Geist betrogen. Der Archivar ist ganz verdutzt. Das Haus wurde bisher nie genutzt für Happenings und solche Sachen, doch kann man das sehr gut hier machen. Bevor er dieses ausgedacht, wird draußen wieder Lärm gemacht. Er rennt zur Tür und schaut hinaus. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Da stehen Hirten, Schafe, Ziegen, selbst eine Kuh sieht er da liegen. Sie schauen alle fromm nach oben und wollen Gott den Herrn loben. Nur einen Spalt geöffnet, klein, schon drängt sich das Getier herein. Hier sind wir richtig, ruft ein Hirt, der Archivar ist ganz verwirrt. Worin bestehen die Interessen? Den Nutzungsantrag nicht vergessen. Doch Mensch und Tier in wilder Meute stürzt ins Archiv in heller Freude. Ein alter Hirte nur bleibt stehen. Sie müssen das hier anders sehen. Wir standen auf dem Feld zur Nacht und haben unser Vieh bewacht. Doch plötzlich stand der Himmel offen. Wir waren drum auch sehr betroffen. Ganz kleine Engelkinder flogen, wo sonst nur dunkle Wolken zogen, und riefen was ganz auf Latein. Wir fragten uns, was soll das sein? Bis einem auffiel nicht sehr fern der große, helle, klare Stern. Der Hirte weist mit rechter Hand zum Himmel hoch, wo unbekannt bisher von unserem Archivar ein Stern mit Schweif zu sehen war. Das Vieh wird wild, der Hirte spricht, von diesem hellen, starken Licht. Die Menschen aber trieb die Gier zu sehen, wo die Himmelszier denn stand exakt am Himmel oben und wen die Engel singend loben. Wir machten uns drum eilig auf, zu Fuß in raschem Wanderlauf. Der Stern erblinkt uns grüßend zu und wir erkannten dann im Nu, dass hier wir unser Ziel erreicht. Der Weg war schwer, die Freude leicht. Dann lässt den Archivar erstehen, um selbst auch zu dem Kind zu gehen. Vor ihm versammelt sind sie schon, Maria sitzt wie auf einem Thron, aus Aktenbänden groß und schwer, als wenn's dafür geschaffen wäre. Sie hält das Kind auf ihrem Schoß, ganz klein, ganz nackt und völlig bloß. Ein lichter Schein das Kind umgibt, das Menschentier so innig liebt. Die Engel tanzen, Hirten singen, doch auch die Tiere alle bringen die Freude lauthals nun hervor, mit Mu und Mäh im schrillen Chor. Die stille Nacht ist nun vorbei, es herrscht der Freude Jubelschrei. Da Archivare Ruhe lieben, hätt er die Tiere gern vertrieben. Die Nutzungsordnung auch verrät, dass es dort nur um Menschen geht. Doch seine Stimme ist viel zu leise, er stirbt vor dieser Jubelweise. Vom Himmel hoch, da komm ich her, dagegen sprechen ist sehr schwer. Vergeblich ward um alles Denken, die Menschenströme noch zu lenken. Denn da die Türe nicht geschlossen, kam weit und breit herbeigeschossen die Nachbarschaft der Neugier voll, um hier zu sehen, was das soll. Dann ging es bald von Mund zu Munde und machte schnell und rasch die Runde. Geboren der Heiland im Archiv, weshalb noch mehr zusammenlief das Publikum von nah und fern zur Krippe unter jenem Stern. Und schließlich ritten auf Kamelen mit ihrem Hofstaat kaum zu zählen drei Waisen aus dem Morgenland, gehüllt in Turban, Seide, Tand. Durch Twitter hatten sie's erfahren, wie sich versammelt große Scharen, um anzubeten, Flashmob gleich den Heiland, ihm beschenken reich. Sie sind geflogen durch die Nacht, Geschenke wurden mitgebracht, den Weihrauch, Myrrhe und auch Gold, womit dem Kind man Achtung zollt. Sie fallen vor dem Kindchen nieder, und singen frohe Weihnachtslieder. Selbst die Kamele mit den Höckern verneigen sich ohne zu meckern. Der Archivar steht sehr betroffen, hält Mund und Augen ganz weit offen, bestaunt, was heute hier geschah. Es ist doch einfach wunderbar. Die Menge zählen konnte er nicht, er dachte an den Jahresbericht, drum gab er schließlich dieses auf und ließ den Dingen freien Lauf. Dann winkt das Christkind ihm noch zu, bevor es schläft in Himmelsruh. Versonnen steht der Archivar, umgaukelt von der Engelsschar,
umtrampelt von den wilden Tieren, die ab und zu auch was verlieren, betrachtet dieses große Wunder verdrückte Träne auch mitunter. Wie feierlich die Stimmung ist am Kindbett unseres heiligen Christ, so sind sie alle glücklich heute voll Zuversicht und heller Freude. Im Amt der Mainzer doch hingegen, wenn er erführe diesen Segen, den Wiesbaden er heut verschafft, der Schlag hätt ihn dahingerafft. Weil er gezählt der Kurstadt Horden, ist Christus Wiesbadener geworden.